Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht immer wieder der Aufruf oder Weckruf an uns Menschen: Sei wachsam, sei bereit, das Unrecht, das Leid, das in all seinen perfiden Facetten an der Menschheit explizit an Frauen und Kindern begangen wird und wurde, nicht zu vergessen. Mit dem Aufruf "Vergiss mal nicht" gegen das Vergessen habe ich jahrelang mit den Themen Frauenschicksale und Hexenverfolgung in Europa gearbeitet. Dazu habe ich historisch recherchiert. Um das komplexe Thema Hexenverfolgung in Europa auch historisch zu verstehen und geschichtlich einzuordnen, arbeitete ich mit dem Theologen und Historiker Hartmut Hegeler. Hegeler kämpft seit Jahren erfolgreich für die Rehabilitation der unschuldig verurteilten Opfer. In vielen Einzelausstellungen, die ganz speziell im kirchlichen Kontext, Kirchentage und Kirchen gezeigt wurden und werden, zeige ich ausdrucksstarke, zum Teil großformatige, neo-expressionistische Porträts von Opfer und Täter. Macht und Ohnmacht, Macht und Gewalt, Schuld und Sühne, Schmerz und Versöhnung. 2015, in der Flüchtlingskrise, begann ich mit dem Werkzyklus My Käfer Flieg. Ich arbeite weiterhin an meinem Werkzyklus My Käfer Flieg. Das Thema ist für mich aktueller denn je. Auch arbeite ich in einem Friedensprojekt, das mir sehr am Herzen liegt. Der Arbeitstitel erstmal: Wie stellt sich unsere junge Generation Frieden vor? Was ist Frieden? Hierzu möchte ich junge internationale Künstlerinnen und Künstler einladen, die zum Thema Frieden arbeiten. Ein Gesamtkunstwerk soll entstehen aus Malerei, Videokunst, Musik, Literatur. Virtuelle Ausstellung und physische Ausstellung sind geplant. Im künstlerischen Prozess, im Tun, sehe ich meine Bestimmung. Das Geschenk, das mir in die Wiege gelegt wurde, trage ich in meinem Herzen. Es weiß um seine Kostbarkeit. In diesem Bewusstsein packe ich es täglich aufs Neue aus, um Neues zu gebären. Wenn die Kunst nichts mit den Sorgen und Schmerz der Menschen zu tun hat, wofür ist Kunst dann da? Zitat Al-Wawai.